Buenos Dias und viele Grüße aus dem Taxi. Ich bin ein Wunder der Kommunikation und der Multitasking-Fähigkeit. Während ich mit dem Taxi gerade zum Flughafen fahre, läuft das Online-Meeting parallel. Der liebe Frank hat sich nämlich als Co-Moderator angeboten, jetzt mein Online-Business-Speed-Dating dort weiterleitet und die Zweier-Sessions einstellt, während ich hier im Taxi bin. Ne? Da ist er, der Frank. Ja, das läuft alles wunderbar. Soll noch mal einer sagen, man könne nicht arbeiten, wenn man auf Reisen ist. Ne? Wenn man ein gutes Netzwerk hat und viele hilfsbereite Menschen, klappt nämlich auch das. 1 Minute 50 Sekunden, dann ist auch die Pause vorbei beim Online-Business-Speed-Dating. Und auf geht's nach Cusco. Hier werden wir jetzt einsteigen. Hoffe, sie lassen mich durch. Angeblich kann man hier kein Handgepäck mitnehmen. Das warten wir erstmal ab. Ah, jetzt kommt sie hier nämlich schon, ne? Gucken, ob das funktioniert. Hola. So, wenn sie komisch kommen, immer so tun, als würdest du nichts verstehen, das hilft Wunder. Jetzt schreiben sie einem schon vor, wie die nutzlosen Masken auszusehen haben. Muss ich mal gucken, wie ich das dann wieder neu umoperieren kann. Hab mir in das andere solche schönen Atemlöcher gemacht. Und dann hier irgendwie so unten drum wieder. Oder erst die andere. Das ist dann immer das Problem. Die Dinger, die rutschen so schnell in den Mund rein. Na, irgendwie so geht's dann, ne? Mann. Früher hat Fliegen mal Spaß gemacht. Und heute... Perfekt, oder? So, kann losgehen. Guter Tag des Tages. Hab meinen Fensterplatz an ein Kind verschenkt. Hab das als Kind hier auch gemocht, rauszugucken. Mittlerweile bin ich daran gewöhnt. Sind sowieso über den Wolken und sehen nur Wolken, also alles halb so wild. Na dann, kann losgehen, ich freue mich. Ja, sie gehen gerade mit Desinfektionscreme durchs Flugzeug und bieten den Leuten was an. Ich würde ja ein Tomatensäftchen nehmen, aber doch kein Infektionssabber. Oh, diese Covid-Schisser, unfassbar. Ich werde schon wieder wegen meiner Größe diskriminiert. Letzter Pilot lacht mich schon aus. Oh, naja, oder lacht mit mir. Ist doch süß, nicht? So, das ist es also. Grau in Grau. Ole, ole. Und wo sind sie jetzt, die Alpakas? Na, schauen wir mal. So, da vorne um die Ecke ist mein Hotel. Und das fängt schon gut an, weil, schau mal. Direkt neben meinem Hotel. Veggie-Restaurant. Und was haben wir hier für einen Bad Schmenzer-Verschnitt? Man beachte auch hier Regenbogenfarbe. Das kannten schon die alten Inkas. Hm? Mädel flirtet mit mir. Bin's gewohnt. Rey Kebab. Können wir also wieder Falafel essen, wenn sie um 18 Uhr alles zumachen. Sein. Laura. Cusco, wunderschöne Stadt. Bin vor 20 Minuten angekommen. Hab schon gerade Facebook Live Video aufgenommen. Und hier seht ihr mal den Plaza de las Armas, den Hauptplatz. Wundervolle Architektur hier. Sehr schöne Häuschen. Auch so Details kann man gerade kaum erkennen.
ne, mit den kleinen Fachwerkhäuschen. Ja gut, die sind nicht so beliebt, das ist jetzt eher so für die Unterschichten, aber sieht von hier aus doch mal alles recht malerisch aus. Unter diesen Tempeln sind dort die alten Inka-Ruinen. Das haben die Spanier weggehauen und da ihre Kirchen gleich oben drauf gesetzt. Hier ist dann noch eine, kann man vielleicht sehen. Ja, aber auf jeden Fall ist was fürs Auge. Ne? Jetzt haben die hier gerade meinen Platz streitig gemacht, aber ich habe hier mit dem Schal reserviert. Schal zählt als Handtuch, wie in deutscher Touristenmanier. Ich setze mich da jetzt wieder hin. Buenas tardes. So, noch ein bisschen rauchen, dann geht's los zum Veggie-Restaurant. Das war mir jetzt so klar, dass die gleich wieder gehen, wenn ich mich hinsetze, weil ich keine Maske aufhabe. Aua, 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 jemand ohne Maske. Aua, aua, aua. Ich spüre schon, wie die Coronaviren zu mir rüberhüpfen. Aua, aua, aua. Jawoll, ja, wo bin ich hier richtig? Genau mein Spot. Die ganze Vegetarierkarte kann ich von einmal bis unten, von oben bis unten durchbestellen. Ganzen Tag Frühstück. Gibt dann morgen erstmal gefülltes Beefsteak, Veggie Beefsteak mit Eier und Käse gefüllt. Ja, mit Kaffee dazu, was brauche ich denn mehr zum Frühstück? Freue mich jetzt schon drauf. Sandwiches, alle essbar. Hamburger hatte ich ja gestern erst. Salate. Hier, ich bekomme jetzt ein Knoblauchsüppchen, Crema de Ajo. Die sagen ja immer Ajo. J ist für die ein Doppel-L. Zapallo. Auch so eine Sache müsst ihr erstmal dran gewöhnen. Nebengerichte. Und Spaghetti. In vielen Varianten. Aber ist ja nicht Italien hier, das ist Peru. Und ich bekomme jetzt auch so ein Beefsteak, aber ein Beefsteak verarmt, heißt sogar so. Beefsteak à la pobre. Ja. Mit Bananenpommes, Bananenfleisch. Freue ich mich drauf. Yummy, yummy. Ich habe vor 15 Minuten bestellt. Vor 15 Minuten. Und jetzt fällt ihm ein, dass er nicht mal den Saft hat. Gibt keinen Karotten-Orangensaft, weil er keine Karotten hat. Und für mein Beefsteak hat er jetzt keine Bananenpommes, hat nur normale Pommes. Alles gut, nehme ich trotzdem. Aber wieso fällt einem erst nach 15 Minuten ein? Was hat er da gemacht? Kam was Gutes im Fernsehen? Man weiß es nicht, ne? Es ist immer noch Lateinamerika, aber ich nehme es mit Humor mittlerweile. Man gewöhnt sich ja dran.